Hallo zusammen, wir sind hier im Büro von Digitec Galaxus und ich zeige euch, wie man Low-Key-Fotografie irgendwo im Büro machen kann. Das Setup hat mir schon mal den Arsch gerettet, und zwar, als ich nach meiner Weiterbildung als Zweitfotograf für Tiffany & Co. gearbeitet habe, hatte ich genau 10 Minuten Zeit gehabt, und mit dem Model eine kleine Inszenierung zu machen, und das Foto hat dem Produzenten so gut gefallen, dass es dann im Magazin gedruckt wurde. Aber ich wollte euch zeigen, dass das eigentlich recht einfach und recht fast überall umsetzbar ist. Darum haben wir es hier im Büro mit Leuten hinten dran, mit Licht und allem mal aufgebaut. Wichtig ist, dass ihr eine Kamera habt, die manuell eingestellt werden kann und ein Blitz, der extern ausgelöst werden kann. Unser Model ist hier heute Luca. Merci vielmals Luca, Mitarbeiter, der sich zur Verfügung gestellt hat, unser Model zu sein. Das ist immer sehr gut. Jetzt kannst du schnell die Augen zu tun, Luca. Dann testen wir den Blitz einfach weiter. Testen. Schauen wir herblitzt. Jetzt ist das noch etwas zu hoch. So ca. 45 Grad von oben gegen unten. Wir müssen jetzt ein bisschen Rembrandt-Licht machen. Und dann kann man das so ausrichten und nochmal testen. Noch ganz wenig. Jetzt ist das echt gut. Luca, kannst du die Augen drauf tun und einfach so bleiben stehen. Jetzt mache ich mal ein Foto von Luca ohne Blitz, um euch zu zeigen, dass das Foto dann sicher viel zu dunkel wird sein. Genau, Luca, kannst du gerade ausschauen. Man sieht hier auf diesem Foto nicht gross. Das Foto ist praktisch ganz schwarz. Man sieht ganz wenig den Hintergrund, dort, wo es recht hell ist. Aber das ist jetzt etwas, was man in der Nachbearbeitung könnte verbessern könnte. Es ist natürlich wichtig, Blitz wieder einschalten. Das funktioniert jetzt nicht. Luca, kannst du jetzt zu mir schauen? Zack. Dann haben wir da. Das ist recht gut. Sehr schön. Und nochmal so ein bisschen ernsterer Blick. Genau, sehr gut. Tipptopp. Vielleicht mal noch mit den Augen so ein bisschen hier durchschauen. Genau. Ich gehe ein bisschen weiter weg. Der Manu ist auch im Hintergrund, der Kameramann. Und den sehen wir zum Beispiel auf dem Foto gar nicht. Wir haben jetzt ein Licht. Man sieht Licht im Hintergrund. Ja, ich würde die Fotos noch bearbeiten. Das Einzige, was ich mache, ist vielleicht schwarz-weiß. Und im Hintergrund einfach abdunkeln, dass es ganz schwarz ist. Wenn wir es natürlich perfektionieren, kann man sich einfach einen schwarzen Hintergrund nehmen und es dort eigentlich perfekt schon fotografieren. Und dort hat man ein bisschen weniger Bildbearbeitung, aber nur um zu zeigen, dass es wirklich auch möglich ist, irgendeine Location. Ja, viel Spass beim Ausprobieren.